Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte Sie und euch ganz herzlich zum heutigen Neujahrsempfang des Lions Club Pulheim hier in der Weingalerie begrüßen. Auch wenn der Januar schon bald vorüber ist, so wünsche ich Ihnen und euch ein glückliches, gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2014. Ganz besonders möchte ich unsere Gäste des heutigen Abends begrüßen und willkommen heißen. Zuallererst unseren Ehrengast, Herrn Dieter Bunge mit seiner Frau, auf den wir etwas später noch etwas detaillierter eingehen werden. Der Lions Club Pulheim blickt in der Tat auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem es gelungen ist, ein Spendenvolumen von ca. 40.000 Euro aufzubringen. Dieses Geld ist einerseits Einrichtungen und Initiativen zugute gekommen, die wir bereits seit vielen Jahren fördern. Der sogenannte Lions-Teller ist eine davon. Hier erhalten bedürftige Schüler in der Ganztagsbetreuung regelmäßig eine warme Mahlzeit am Tag, die sie sonst nicht einnehmen würden, weil dafür das Geld fehlt. Dafür stellt unser Club jährlich einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung. Wir finanzieren mit der Aktion Lions Quest ein Programm zur Gewaltprävention an Pulheimer Schulen, was wir als sehr wichtig erachten. Wir unterstützen darüber hinaus viele andere Projekte an Schulen oder in Vereinen und Kirchen und helfen gezielt einzelnen Personen oder Familien, die sich in einer schweren, mitunter existenziellen Krise befinden. Als Beispiel möchte ich den Fall eines jungen, hochbegabten Mädchens schildern, aus extrem schwierigen häuslichen Verhältnissen, konfrontiert mit Gewalt von Seiten des Stiefvaters, das drohte, dauerhaft den Halt zu verlieren. Ihre Lehrer haben sich in dieser Situation an uns gewandt und nach Hilfe gefragt. Es ist dann gelungen, dieses Mädchen aus seinem problematischen Umfeld herauszuholen und ihm einen Schulaufenthalt im Ausland zu ermöglichen. Mittlerweile erhalten wir sowohl von den Lehrern als auch von den Mädchen selbst regelmäßig E-Mails, die uns zeigen, wie sehr sich ihr Leben zum Besseren gewendet hat und worüber wir uns sehr freuen. Ein fester Anteil unserer Spenden geht ins Ausland, wo wir uns für ein kleines, abgelegenes Krankenhaus in Tansania und ein Kinderheim in Rumänien engagieren. Die Hilfen, die wir geben, können wir jedoch nicht aus eigener Kraft aufbringen. Wir benötigen dafür Menschen, die unsere Aktionen und unsere Spendeninitiativen unterstützen. Eine zentrale, ja die wichtigste Aktivität ist unser jährlicher Adventskalender, den es mittlerweile bereits im 14. Jahr gibt und mit einer Auflage von nunmehr 4.000 Exemplaren. Allein daraus haben wir im vergangenen Jahr einen Gewinn von ca. 16.000 Euro geschöpft. In der Summe hat sich seit der Erstauflage im Jahre 2001 ein Betrag von ca. 170.000 Euro ergeben, den wir ohne Abzüge, ohne Verwaltungskosten direkt in unsere Projekte fließen lassen können. Dies verdanken wir natürlich jenen Personen, die uns jährlich die Preise zur Verfügung stellen und all jenen, die unsere Kalender letztendlich kaufen. So möchte ich an dieser Stelle dafür werben und die Anwesenden darum bitten, uns auch im nächsten Jahr wieder tatkräftig zu unterstützen. In diesem Jahr steht im Mai ein weiteres wichtiges Ereignis in unserem Lions-Jahr an. Dies ist unser schon traditionelles Bundeswehrkonzert, welches im Köstersaal in Pulheim stattfinden wird und welches wir jetzt schon
akribisch vorbereiten, um dann mit 500 verkauften Karten ebenfalls eine signifikante Einnahme verbuchen zu können. Es würde uns freuen, wenn wir auch dort Sie, liebe Gäste, als Zuhörer begrüßen könnten. Der Höhepunkt eines jeden Neujahrsempfangs ist die traditionelle Verleihung des Ab-Wolfheim-Preises durch unseren Lions Club Poolheim. Eine Auszeichnung, die wir jedes Jahr an Bürger unserer Stadt vergeben, deren ehrenamtliches Engagement ihren Mitmenschen gilt und deren Handeln und Tun zum Wohle unserer Stadt und unserer Gesellschaft zugutekommt. Auch in diesem Jahr haben wir einen würdigen Kandidaten ausgewählt, dem diese Auszeichnung in höchstem Maße zusteht. Ich möchte nun an dieser Stelle meinen Freund Werner Theissen bitten, uns den diesjährigen Preisträger vorzustellen und ihn zu laudatieren. Uns allen wünsche ich einen interessanten und vergnüglichen Abend mit vielen interessanten Gesprächen. Werner, bitteschön. Sehr geehrte Frau Bunge, sehr geehrter Herr Bunge, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind heute bei unserem Neujahrsempfang auch zusammengekommen, um den von unserem Club ausgesetzten Ab-Wolfheim-Preis zu verleihen. Mancher mag sich fragen, wieso Ab-Wolfheim? Wovon haben wir uns leiten lassen? Wir suchen einen Menschen mit Vorbildfunktion. Hier im vorwiegend katholischen Rheinland war schon mal jemand richtig, der heilig gesprochen wurde. Eine gute Voraussetzung für Vorbildfunktion. Wir ließen uns aber auch damals von den sehr menschlichen Eigenschaften des Namensgebers unseres Preises leiten. Abt Wolfheim war der dritte Abt der Abtei Brauweiler. Er war ein Kämpfer. Er stritt um die Unabhängigkeit seiner Partei mit dem Kölner Erzbischof und um das Weingut Klotten an der Mosel und war in beiden Fällen sehr erfolgreich. Er mischte sich intensiv mit Schriften in die Entwicklung der Kirche ein, die zu seiner Zeit mit zum Teil drei Päpsten sehr mit sich selbst beschäftigt war und nach dem richtigen Weg sitzte. Vor allem aber war er ein guter Mensch, der Mitmenschen kümmerte und sich mit seinem Kloster um Arme und Kranke kümmerte und die Entwicklung des Standortes in Brauweiler auch zum Wohl der dort lebenden Menschen. Schauen wir auf die bisherigen Preisträger des Ab-Wolfheim-Preises, finden wir bei ihnen allen Eigenschaften dieses Mannes wieder. Dieses Mannes, der vor 1000 Jahren hier in unserer Region lebte und wirkte. So sind wir auch auf Sie gekommen, lieber Herr Bunge. Schaut man sich Ihre Vita an, stellt man fest, dass Sie zu den Menschen gehören, die Zeit Ihres Lebens über Ihre eigenen Bedürfnisse hinausgeschaut haben und bei der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mit angepackt haben. In den knapp 5 Jahrzehnten, in denen Sie in Stommeln wohnen, haben Sie für unsere heutige Stadt und Ihre Bewohner hohe Verdienste erbracht. Von 1963 bis 1985 waren Sie als Ratsmitglied und sachkundiger Bürger im Umweltausschuss tätig. Als Mitglied des Naturschutzbundes, als Gründer und Sprecher des Freundeskreises unseres Landschaftsschutzgebietes Hammerstal, als Landschaftsberater verdanken wir Ihnen den Erhalt und den Ausbau dieser großartigen, naturbelassenen Landschaft. Ganz nebenbei sind Sie seit vielen Jahren Förderer der Familien Feuerwehrstammel und des Männergesangvereinsstammels. Ihr herausragendes Verdienst ist, dass Sie für den Heimatverein Stommeln ein Oratorium zusammengerufen haben, dessen Hauptaufgabe darin besteht, das großartige Schaffen des Künstlers und Stommelner Mitbürgers Wieland Mausbach zu sammeln, zu hegen und sein künstlerisches Schaffen auch überregional zum Ausdruck zu bringen. Letzteres geschah im vergangenen Jahr in einer Ausstellung in Bonn
die überregional großen Anklang fand. Zu ihren bürgerschaftlichen Leistungen gehört ihre Arbeit als Schiedsmann. Erwähnen möchte ich auch die Gründung des deutsch-ukrainischen Vereins durch sie. Der Verein hat die besondere Zielsetzung, Medikamentensammlungen für das Zentralkrankenhaus in der Regierungsstadt Ambrosijewka, wobei der Auslöser dieses Einsatzes die Tatsache war, dass ihr Bruder 1942 in der Ukraine gefallen ist und sie mit Rückendeckung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge und gemeinsam mit der dortigen Bevölkerung die Instandsetzung und den Erhalt eines deutschen Soldatenfriedhofs betreiben, auf dem auch Gefallene aus anderen europäischen Ländern liegen. Jede Gemeinschaft kann sich glücklich schätzen, Menschen mit ihrer Haltung in ihren Reihen zu wissen. Denn wir sind darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger sich für das verantwortlich fühlen, was um sie herum geschieht, und dass sie initiativ und aktiv werden. Aus diesem Grunde wollen wir Sie heute mit dem Abortion-Preis des Lions Clubs Pullheims auszeichnen. Dieser Preis, um das zu erwähnen, ist mit einem Betrag von 1.500 Euro dotiert, der Ihnen zugehen wird. Herzlichen Glückwunsch. Ein bisschen höher und nicht unter den Tisch halten. Man soll es sehen. So, jetzt bitte hier in die Kamera. Und bitte noch einmal in meine Bitte noch einen Augenblick Geduld und Ruhe für einen Moment. Ganz beklommen zumute. Ich möchte mich ganz herzlich für das Vertrauen bedanken, was man mir hier heute entgegengebracht hat. Und möchte mich persönlich auch bedanken bei den vielen Menschen, die mir in den fast fünf Jahrzehnten geholfen haben, das zu erreichen, was heute hier gesagt worden ist. Ich möchte mich bedanken bei vielen Leuten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Ich möchte mich bedanken bei dem Naturschutzbund, bei vielen freiwilligen Freunden, die mir geholfen haben, wenn ich gerufen habe zum Pflanzen oder zum Pflegen des jetzig ernannten Naturschutzgebiet Ommestal. Das ist eigentlich eins meiner größten Freuden und Erfolge, die ich zu verzeichnen habe, dass innerhalb von 40 Jahren aus einer Brache das Naturschutzgebiet sich entwickelt hat und jetzt offiziell auch bekannt gegeben wird. Herzlichen Dank für viele Leute. Ich möchte mich noch besonders bedanken bei Herrn Dr. Morisse, der mir als Verwaltungschef von Anfang an aus den Jahren 75 immer zur Hand war, wenn ich gefragt habe, wenn ich in Not war, hat er mir geholfen und hat Probleme für mich gelöst. Herzlichen Dank. Besonders an